Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ab sofort, genau wie alles, was ich am Laptop aufnehme, mit deutlich besserer Audio durch mein neues Headset. Ja, die Ingame-Audio müsste jetzt, wenn es eigentlich so klappt wie gerade im Test, jetzt auch ein bisschen lauter sein. Allgemein müsste die Audio jetzt sehr, sehr gut sein, wenn man halt von den Lags, die auch durch die Ingame-Lags zustande kommen, absieht. Aber ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter in der Story. Nachdem in der letzten Folge die erste Mission von Team Blauwallcode anstand. Der nächste Morgen. Aufstehen! Morgen! Mein Laptop ist gerade gefühlt einen Kilometer auf den Tisch geflogen. Na, Jungen, guten Morgen, schönen Tag. Was spricht dagegen? Yeah, ich kann hier lang rennen. Ich kann hier lang rennen, woo. Okay, Pokémon, Zeit an die Arbeit zu gehen. Yeah. Ja. Oh, ihr beide, ihr seid ja immer noch ziellos umher. Nun, kommt mal mit. Was jetzt mal ganz... Also letztes Mal hatten wir einen Job von dem Brett auf der anderen Seite. Das stimmt. Heute werdet ihr einen Job von diesem Brett erledigen. Was ist denn an diesem Brett anders? Seht ganz genau hin. So genau. Sima Schmünter. Dein Plakate von lauter verschiedenen Pokémon. Die sehen cool aus. Sind das berühmte Erkunder? Was sind das für Pokémon-Plauder-Guy? Die hier abgebildeten Pokémon sind Gangster. Das sind alles sehr fragwürdige Typen. Genau wie ihr, bloß dass sie auch noch gesuchte Verbrecher sind. wir sind nicht fragwürdig. Ich meine, das sind Verbrecher. Das stimmt. Das sind Kopfgelder auf sie ausgesetzt. Learn to read. Anders gesagt, wer anfängt, kriegt Geld. Nur nochmal auf dumm für euch, Idioten. Heutzutage treiben sich so viele bösartige Pokémon herum, dass wir gar nicht mehr hinterherkommen. Warte. Mal ganz kurz. Ich muss das jetzt mal kurz verarbeiten. Also, jetzt warte mal. Heißt das? Also warte jetzt. Heißt das, wir sollen diese Ganoven fangen? Das kann nicht dein Herz sein, das geht nicht. Ich mach nur Spaß. Es gibt da draußen bösartige und weniger bösartige Pokémon. Einige dieser Pokémon sind von durch auf durch gemein. Aber es gibt auch bösartige Pokémon, die nur harmlose Diebe sind. Dazwischen gibt es noch viele Abstufungen. Ihr werdet also keins der sehr bösartigen Pokémon fangen müssen. Seht euch ein Bild an und wählt ein Pokémon, das so schwach aussieht, dass ihr es zur Rechenschaft ziehen könnt. Okay. Du sagst also, dass manche schwächer sind, aber es sind immer noch bösartige Pokémon, oder nicht? Ich hab Angst vor gefährlichen Pokémon. Das ist alles Teil eures Trainings. Außerdem weiß ich, dass du ganz schöner Waschlappen bist. Halt's Maul, WhatsApp! Yeah. Ihr beißt euch da schon durch, ganz sicher. Aber ich nehme an, dass ihr auf einen schwierigen Gegner gefasst sein müsst. Also werde ich jemanden bitten, euch erstmal rumzuführen. Hey, Biliza, komm mal her! Biliza! Ah! Jawohl, ja. Ich muss gerade eine Leiter hochlaufen. Das müsste ich eigentlich gewohnt sein, aber... Warte, mal ganz kurz. Hier so. Boah. Okay. Was gibt's? Du hast mich gerufen.
Bibiza. Hier sind die neuen Rekruten, die uns beigetreten sind. Nimm sie mit und führ sie durch die Stadt. Donnerwetter, das werde ich aber ja. Das ist Bibiza. Er ist auch ein Gildenlehrling. Ich möchte, dass ihr Bibiza zuhört und seinen Anweisungen folgt. Autsch, meine Hand. Ich bin heute wieder zu gut drauf. Das ist mir schon während der Schule aufgefallen. Und nun hinfort mit euch. Ich lege die Leiter hinunter. Warum bin ich denn so glücklich? Warum denn? Ich bin so froh, dass ich jetzt nicht mehr der Neuling bin. Ich kann vor Freude platzen. Bevor ihr euch eingeschmiert, war ich der neueste Lehrling. Naja, ich führe euch am besten rum. Komm mal bitte mit mir. Also eins nach dem anderen. Hier haben wir Glibunkel. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, was dieses Pokémon hier macht. Er scheint ständig an diesem großen Kessel da hinten herum zu welken. Oh Kacke, ich bin das nicht gewohnt. Ich glaube, das war ein bisschen laut. Mein Mikrofon ist ja jetzt direkt neben meinem Mund. Deswegen auch sorry, wenn ich ein bisschen arg laut rede. Ich bin es halt gewohnt, dass das Mikro an meinem Laptop ein bisschen weg von mir ist und ich deswegen ein bisschen lauter reden muss. Ja, aber das ist ein Gift-Pokémon. Fragezeichen, man könnte da zwar rumwelken, Glibunkel, aber nicht. In dieser Richtung liegt die Kantine. Scheiß Essen, was kennt man auch anders von der Kantine? In dieser Richtung findet ihr die Crewräume. Hier kommt ihr zur Kammer des Gildenmeisters. Es ist, wie ich euch außerhalb der Gilde rum. Eigentlich müsste Fragezeichen-Man hier ja alles kennen, oder nicht? Ich meine, der wohnt hier. Ich hab gehört, dass man den Fortschritt seines Abenteuers dort beim Wasserloch sichern kann. Normalerweise sichert man den Fortschritt seines Abenteuers, indem man sich zu seinem Bett in der Gilde begibt. Jawohl, ja. Oder man macht's wie du, Cheater, und setzt sich Self-States. Aber das wäre doch langweilig. Anscheinend kann man dort vorne aber auch sichern. Naja, Self-States sind halt wirklich sehr praktisch, damit man erstens nicht alles nochmal machen muss, wenn man mal stirbt. Und vor allem kann ich dann zum Beispiel auch mal, wenn ich mitten in einem Dungeon eine Aufnahme abbreche, dann kann ich auch einfach am nächsten Tag weitermachen und muss dann nicht den Dungeon noch fertig spielen am selben Tag. Donnerwetter, das ist ein praktischer Ort, wenn man den Fortschritt seines Abenteuers häufig sichern will. Für die ortsansässigen Pokémon ist dies der Hauptplatz der Stadt. Wir befinden uns in Schatzstadt. Das war ein Echo. Tja, wer meine Fanfiction Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition guckt und die neueste verfolgt, der weiß, dass sich auch hier Geschehnisse ereignen werden. Zumindest eben in dieser Geschichte, die ich dort geschrieben habe. Wer das Ganze nicht verfolgt, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Es gibt dazu, wenn man auf meinem Kanal geht, sofort ein 3,5 Stunden langes Video, das die gesamte erste Geschichte beinhaltet. Und am Samstag hat nun auch die zweite begonnen. Und in der zweiten Folge davon ist zum Beispiel das erste Video mit meinem Headset. Wir befinden uns in Schatzstadt. Aber über Schatzstadt kann ich auch was erzählen. Ja, ich sage, da muss ich ja auskennen. Das ist die Zwielichtbank, dort können wir unser Geld lagern. Und da ist Illewoltek Link. Dort kannst du zum Beispiel Attacken kombinieren lassen, aber Illewoltek scheint heute nicht da zu sein. Hier haben wir den Kecleon-Markt. Hier kannst du Items kaufen und verkaufen. Und da ist das Kangama-Lager. Items, die dort gelagert werden, gehen niemals verloren. Wenn du kostbare Items hast und sie, die du nicht verlieren willst, lager sie hier, bevor du zu einem Abenteuer aufbrichst.
Das sind die wichtigsten Orte, die ein Erkundungsteam kennen sollte. Das müsste reichen. Was wollen wir ganz immer hier ja wirklich? Das ist gut zu wissen. Junge, Fragezeichen Man wohnt hier. Du dummer Kick. Ey, wisst ihr was? Ich mach das Ganze, um die Story jetzt ein bisschen interessanter zu machen, so. Das Ganze hier spielt an sich in derselben Welt wie die Walross-Edition. Bloß ist das ein Zeitparadoxon und spielt in der Vergangenheit der Walross-Edition. Womit das hier das Schatzstadt wäre, in dem auch bereits Lord Ecke und Günther gewohnt haben. Wobei Lord Ecke jetzt nicht mehr hier ist. Sondern inzwischen müsste man sich überlegen, wie weit in der Zukunft das spielt. Ich würde aber sagen, es spielt in der Zeit, ja, es müsste in der Zeit tatsächlich zwischen Ende dieses Spiels und Beginn der ersten Walross-Edition spielen, weil alle anderen Punkte würden storytechnisch nicht vereinbar sein, wenn ich das so ändern will. Aber für mich ist das jetzt so. Also gut, kommt zu mir, bevor ihr euch auf den Weg macht. Ich helfe dabei, den richtigen Ganoven für euch zu finden. Danke, Vidiza, das war wirklich freundlich von dir. Ich bin ganz verlegen. Mann, oh Mann. Ich war denn da unteren Gilden neben der 1 auf euch. Legen, yeah. Okay, lass uns gehen. Ich würde gerne sehen, welche Items man kaufen kann. Gehen wir zum Kecleon-Markt. Keks allesamt. Bevor wir zurückgehen, müssen wir unbedingt zum Kecleon-Markt. Übrigens, wir sollten zum Kecleon-Markt, meinst du nicht? Gehen wir zum Kecleon-Markt? Also ich gehe zum Kecleon-Markt. Ja. Hui! Hier rennen einige Pokémon rum, teilweise Gildenmitglieder wie dieses Krebskorps oder dieses Sonflora, teilweise auch. Ja, unser Erkundungsteam besteht aus 2 Mitgliedern. Wir sind Samwurzel und Taubsi. Der Name unseres Teams, Taubwurzel kombiniert unsere Namen. Also präg ihn dir gut ein. Hier versammeln sich Erkundungsteams von überall her. Ich werde mal mit allen reden, das habe ich im Original nicht gemacht. Unser eigenes Team, Taubwurzel, ist eins davon. Hey, Krebskorps. Hey, ihr zwei. Ihr seid die neuen Gilden-Rekruten, richtig? Hey, mein Name ist Krebskorps. Ich bin auch Stimmschüler der Knutlup-Gilde. Hey. Wenn ich wisst, was los ist oder ein Problem habt, dann kommt und fragt mich, kapiert? Hey. Willst du Stress oder was? Ich meine. Ja, und die neuen Gilden-Rekruten. Freut eure Bekanntschaft zu machen, Ihr könnt hier alle möglichen Dinge bekommen, das ist ziemlich praktisch. Schafft euch einen Grundvorrat an Items an, die euch bei eurer Erkundung helfen werden. Ja. Hier haben wir Schwalbos. Unser Erkundungsteam heißt Team Schmackhaft. Diesen coolen Namen hat sich mein Partner Wampel neben mir ausgedacht. Was meint ihr? Cooler Name, oder? Wie bitte? Warum ich den Namen Team Schmackhaft gewählt habe? Nun, ich glaube, das ist das, was wofür mein Partner mich schlussendlich hält. Ja, solche Typen rennen ja rum in Schatzstadt. Ist an sich halt eine sehr coole Stadt. Wobei ich sagen muss, das ist für mich die beste. Ach, schreibt einfach mal in die Kommentare, was für euch denn die beste Stadt aus der Mystery Dungeon Reihe ist. Für mich ist das nämlich Ruhenau aus Pokémon Super Mystery Dungeon. Ich finde Super Mystery Dungeon allgemein so gut. Also alle Mystery Dungeon Teile sind gut, aber für mich ist Super Mystery Dungeon sogar ganz knapp vor diesem Teil der beste Mystery Dungeon Teil. Und Ruhenau ist die Stadt, in der man ganz am Anfang im Tutorial ist und es ist halt einfach die normalste Stadt, die man sich vorstellen kann. Total entspannt und idyllisch. Also wer es nicht kennt, kann mir ja mal auf YouTube gucken. Es gibt da Let's Plays zu, wenn auch nicht von mir, weil ich kein 3DS gescheit aufnehmen kann. So. Hallo. Ey. Seid ihr zwei die neuen Gildenlehrlinge? Na dann, hallo, ich heiße Mundtier. Still sitzen ist nicht meine Stärke. Ich sprudle immer nur so vor Energie. Schön, euch zu treffen.
Wir sind Team Ebenholz. Wir sind schon überall hingereist und haben alles erkundet. Lex. Meine Lieblingsdinge, ihr Süßen. Nun, für Glitzerkram habe ich echt was übrig. Ich erzähle meinem Partner fortwährend, dass wir glitzernden Tande und anderes schickes Glitzerzeug suchen sollten, aber Schuppert reagiert immer so abweisend auf meine Vorschläge. Sie scheint es nicht zu hören oder sie will einfach nicht zuhören. Ah, das ist ärgerlich. Na, und hier haben wir die Tohaidu-Klippe. Das ist die Klippe, die in der Anfangsszene zu sehen war, auch wenn ich sie euch leider nicht zeigen konnte. Hier ist ein Busch, ein sehr seltsamer... Warte, welche Taste ist R? Lass uns schnell zum Keklion-Markt laufen, Schmünter. Ja, W ist R. Ah ja, du sagst hier also nix zu. Ich meine nicht, dass das hier irgendwas wäre oder so. Eigentlich ist es kein wirklicher Spoiler, der vor allem keiner, der irgendwas bedeutet. Deswegen sage ich es einfach mal. Ich denke, die meisten haben mein erstes Let's Play schon gesehen. Hier in der Klippe unter diesem Laubhaufen befindet sich der Eingang zu zum Haus vom Fragezeichen-Man. Auch wenn er nicht drauf eingeht. Zum Keckleon-Markt will er. Willkommen im Keckladen! Ja, was verkauft er? Kleinkieselapfel, rosa Gummipferse und Pfirsichbeere, genau. Grimmsam ist verdammt stark. Aber einen Apfel, den brauche ich auf jeden Fall. Nein. Hallo dir, Herr Keklion, wir laggen. Ah, das ist mir nichts Neues. Wir alle laggen. Willkommen, meine kleinen Freunde, Meryl und Azurel. Hallo, kann ich bitte einen Apfel kaufen? Oh, natürlich. Meryl und Azurel leckten sich einen Apfel im Keklion-Markt. Vielen Dank dir, Herr Keklion. Nein, wir haben uns zu bedanken, meine kleinen Freunde. Ihr seid so liebenswert. Oh Gott, der eine Sound gerade. Wisst ihr, diese beiden entzückenden Kinder sind Brüder. Seit kurzem ist ihre arme Mutter krank, also kommen die beiden Kleinen und kaufen wir sie ein. Es ist wirklich bemerkenswert. Obwohl sie so jung sind, übernehmen sie schon Verantwortung. Die Keklion. Wieso die Eile? Warum seid ihr so schnell zurückgelaufen? Es ist ein Apfel zu viel. Für den haben wir nicht bezahlt. Oh, das ja, das ist meine kleine Freundin. Das ist ein Geschenk von mir und meinem Bruder. Bezahlen euch und lasst ihn euch schmecken. Echt? Ja, danke, Herr Keklion und Herr Keklion. Ihr seid Keks. Oh, das ist mir bewusst. Kommt gut nach Hause. Auf die Fresse! Und der Apfel so in Slow Motion durch die Luft. No. Aber jetzt kommt der wahre Test, ob mein Headset gescheit funktioniert. So. Ihr werdet es in der Aufnahme sehen. Hört ihr mich jetzt immer noch genauso gut wie vorher? Ich bin nämlich gerade an die andere Seite des Raumes gelaufen. Mein Headset hat so ein langes Kabel. Aber ich denke schon, ich habe das ja schon mal getestet. Aber ich weiß ja nicht, ob das mit dem Emulator hier auch so klappt. Au! Theoretisch hat der Apfel auch nur geleckt. Tut uns leid, dass wir gestört haben. Vielen Dank. Schmünter gibt Azurel den Apfel zurück. Doch auf einmal! Das ist dann wohl ein Fall für das Galileo Mystery Dungeon Team. Mann, war der lustig! RIP Headphone Users. Was war das? Die Verbindung ist schlecht. Ich höre nichts mehr. Hallo? Hallo? Was ist los? Scheiße, Funkloch! Hilfe! Was war das? Ich hab doch gerade einen Hilfeschrei gehört.
Hallo? Kam der Schrei von dir? Stimmt etwas nicht? Hey, Azuri! Was ist los? Beeil dich! Alter, es ist gerade wieder am Lecken. Ja, ich komme, warte. Ich hör lieber für heute dann langsam mal nach diesem Dialog auf, weil die Lecks sind ein bisschen krass. Ist alles in Ordnung? Ja. Wir sind mit dem Einkaufen fertig, jetzt müssen wir das Item suchen, das wir verloren haben. Lass uns gehen. Okay, ich komm schon. Ich würde sagen, an dieser Stelle setzen wir in der nächsten Folge wieder an. Wenn es euch gefällt, jetzt auch mit Headset und allem, dann schaltet die nächste Folge auch wieder ein. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Und wenn es euch interessiert, dann schaut doch auch mal bei der Walross-Edition vorbei.